Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Ich sage euch noch einen schönen guten Abend zur späten Stunde. Leider war der Tag heute ein bisschen voll, deshalb kommt das Video deutlich später. Ich habe euch ja die letzten Tage über Regensburg berichtet und die dortigen Bereicherungen, die stattfinden. Und jetzt schreibt ein Direktor einen Warnbrief an Eltern. Mädchen sollen Schulweg in Gruppen antreten. Ich fasse euch den Bericht einmal kurz zusammen. Der Regensburger Direktor Dr. Hans Lindner fordert in einem Brief, dass die Töchter der Eltern in Gruppen auch auf gut beleuchteten Straßen zur Schule gehen sollen. Dies liegt daran, dass der Hauptbahnhof aufgrund der hohen Kriminalität besonders überwacht wird. Es gab sogar einen Fall von Bereicherung in der Nähe der Schule. Obwohl es bisher keine Vorfälle gab, sei der Brief rein präventiver Natur. Die Kriminalität rund um das Bahnhofsviertel habe zugenommen, was zu höherer Polizeipräsenz führt. Der Innenminister hat den klaren Auftrag, die Kriminalität in dieser Gegend zu bekämpfen. Es ist doch wirklich traurig, wenn der liebe Direktor hier sagen muss, der Schulweg solle besser in Gruppen angetreten werden und man solle nur gut ausgeleuchtete Straßen benutzen. Da stellt sich natürlich für den ein oder anderen Hörer die Frage, was ist denn da überhaupt los? Was gibt es denn da für Probleme? Ich habe da zwei Videos zugemacht. Die kann ich euch gerne hier drunter verlinken. Es ist zu Bereicherungen gekommen, die einmal von arabisch aussehenden Männern begangen wurden und einmal von Leuten, die in einer Flüchtlingsunterkunft wohnen. Alles andere könnt ihr euch jetzt dazu denken. Wir haben ja eine Fachkräfteinvasion in Regensburg, die der Bevölkerung nicht so wirklich gut bekommt. Und deshalb muss an dieser katholischen Mädchenschule am idyllischen Schlosspark der Direktor einmal darauf hinweisen, dass es für die dort lebenden und unterrichteten Mädchen zu Problemen kommen kann auf dem Schulweg. Und es war eine 27-Jährige und eine 29-Jährige, die bereichert wurde. Und wenn man dort nichts tut, dann wird das öfter passieren. Und zwar nicht nur ein bisschen öfters, sondern möglicherweise deutlich öfter. Man könnte natürlich dem ganzen Problem auch Herr werden und das Problem bei der Wurzel packen, indem man beispielsweise hier straffällige Menschen, die möglicherweise gar nicht mehr in Deutschland sein dürften, in ein Flugzeug setzt und diese ausweist. Das ist natürlich eine ganz, ganz wilde Forderung, die man nicht ausüben möchte, weil wir brauchen diese Leute. Sie sind wichtiger als Gold. Mit diesem kurzen Brief und den kurzen Eindrücken entlasse ich euch und wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht.